bin mir jetzt noch nicht sicher, was denn das hier ist, aber das erscheint mir auch als Fenster zu gelten, okay. So, platzieren. Wenn wir das hier als Eingangstür nehmen, keine Ahnung, ich mache die jetzt halt auch weiß und fertig. Gut. Ach, da muss ich von außen die Keile, okay. Man kann hier einfach die Maustaste gedrückt halten. Finde ich nicht verkehrt. Das geht nur nicht bei den Keilen, also da muss ich wirklich genau drauf. Muss die Dinger... Ups. Jawohl, passt. Hi Tom, lass es dir schmecken. Liebe die Dinger auch, hat mein Mann sich gewünscht. Der Naschkater. Habe ich früher auch aufgebacken, als meine Kids noch klein waren. Wenn ich was Plätzchen-Gebackenes irgendwie bekomme, dann von Muttern, die backt. Ich habe zwar auch schon gebacken, aber es ist mir zu aufwendig. Achso, wir haben ja noch die... Also das scheint Fenster zu sein, ne? Okay. Ui. So. Alles wieder verschrauben. Wenn ich gewusst hätte, dass das als Fenster zählt, hätte ich das dann gleich mitgemacht. Mit den anderen Fenstern. Okay. Lecker Zwiebelringe und Haferflockenkekse, aber bitte nicht gleichzeitig. Danke, ja, die Nudeln kochen ja erstmal von alleine und dann haue ich mir ein paar Eier in die Pfanne, schnelles Essen. Und Bob, was hast du schon gegessen? Ja, irgendwann heute früh habe ich was gegessen. Mein Vater hat irgendwann Bäcker und Konditor gelernt, aber zum Ende hin musste ich immer für ihn backen, wenn er mal was gebacken haben wollte. Prost! So. Keilen wir das Zeug mal hier rein. So einfach, wenn das immer gegangen wäre mit dem Fenster setzen und Türen setzen. Einmal geschäumt. Ach nee, da kommt, muss ich jetzt außen hin, ne? Na gut. Mache ich erst einmal das da noch. Ja, wenn noch einer muss, aber dann ist Schluss. vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für die 100. Auf dein Wohl. Eier und Nudeln, Pitti, komische Kombi. Nee, absolut keine komische Kombi. Ich liebe das. Mache ich mir auch. Das ist wirklich ein schnelles Essen. Die 10 Minuten Kochzeit von den Nudeln und dann ab in die Pfanne damit. Passt doch. Ich mache mir gleich Eier und Tomate. Nie lecker. Voll lecker wird doch bei Carbonara auch reingetan. Anyway, we finished our second job
Ihr könnt stolz drauf sein, jawohl. Okay, Errungenschaft freigeschaltet. It's getting clearer. Okay. Also, wieder aufs Menü. Spielmodus, Verträge. Schauen wir mal, was das dritte ist. Fertigstellung des Hauses. Bergparzellen. Türen und Fenster, Trennwände und Dach. Der Bauer baute das Haus zusammen mit seinem Cousin. Gemeinsam schafften sie es, das Fundament auszuheben und die Außenmauern zu errichten. Leider wurde der Cousin krank und kann nicht bei der Fertigstellung des Hauses helfen. Daher beschloss der Bauherr, ein Bauunternehmen mit dem Innenausbau des Gebäudes zu beauftragen. Dank Builder fiel es dem Helden zu. Alles klar. Bei mir gibt es heute Pizza. Tom, esse ich schon seit 40 Jahren, aber du bist jünger, vielleicht kennst du das nicht. Ja, die Pizza heute ist ja nicht mehr italienisch, die schmeckt hier von keinem Bringdienst. Nochmal das Gleiche? Habe ich da jetzt irgendwas falsch gemacht? Spielmodus, Verträge, Türen und Fenster und ach, und das nochmal. Okay. Wir haben früher Nudeln mit Maki gegessen oder halt mit Ei. Mit Maki wüsste ich jetzt halt nicht, aber mit Ei auf jeden Fall. Nudeln und dann in die Pfanne zusammen rausbraten. Mir schmeckt Nudeln mit Ei am besten, da braucht es keine Soße, höchstens selbstgemachtes Pesto. So. Platzieren. Bestätigen. So. Diesmal setze ich alles gleich ein und mache dann alles auf einmal. Ist anscheinend wirklich halt der nächste Auftrag. Hm. Halt. Fenster. Warum ich die nehme, keine Ahnung. Oi. Oh, habe ich ein Fenster zu viel, hä? War nur 4. Keine 5. Okay. Aber dass sie da dann das Gleiche gemacht haben, ne? Dass sie nicht irgendwie ein anderes Haus genommen haben und vielleicht dann halt andere Fenster oder so. Auch komisch. Errungenschaft freigeschaltet. I'm good with the drill. Ich bin gut mit dem Schrauber. So. Dann einmal bitte die Keile. Na, da muss man sehr nah dran stehen, dass das passt. Ich kenne nur Eierreis vom Chinamann. Ja, aber Eierreis habe ich mir auch schon gemacht. Das ist ja auch nur Reis kochen und Eier rein. Und wenn es dir halt dann noch irgendwas mit rein haben, jetzt komme ich da nicht hin oder wie? Ach, die Fenster muss ich jetzt wieder
Hallo? Die Fenster muss ich jetzt wieder von innen verkeilen. Die Türen seltsamerweise von außen. Was auch keinen Sinn macht, wenn die Türen die Bänder außen haben, ne? Na komm jetzt. Aber das macht überhaupt keinen Sinn, dass die Türen nach außen aufgehen. Naja, gut. Wenn das so geplant ist, ne, dann will ich nichts sagen. Ja, Eierreis ist auch lecker. Das sollte ich mir auch mal wieder machen. Ist vor allem billig. So. Da haben wir es, da haben wir es. Dann noch da. Zack. Ich denke, das sind jetzt alles erstmal sowas wie Tutorials, dass du alles lernst. Ja, kenne ich auch, aber Nudeln mit Ei finde ich leckerer als Reis mit Ei. Mir hat mal einer erzählt, er hat mal irgendwie, weil er nichts da hatte, Eier und Mais zusammen gemacht in der Pfanne. Hat ihm so gut geschmeckt, dass es das jetzt öfters gibt. Das ist wieder eine Kombi, die ich mir nicht vorstellen kann. Habe ich auch schon gemacht. Wenn man wirklich nicht sehr viel da hat, dann schmeißt man einfach mal Sachen zusammen und dann ist das eigentlich ganz gut. Ich habe mir... Als ich das letzte Mal auf den Philippinen war, das ist ja jetzt auch schon über 2 Jahre her, wegen diesem dämlichen Corona, habe ich mir so Soßen mitgenommen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie die heißen. Und die konnte man halt wirklich zu allem essen, egal ob zu Nudeln oder zu Reis. Und da habe ich mir dann ein paar solche Beutel mitgebracht. Und das war nicht schlecht. Also immer nur halt Nudeln mal rausgekocht oder Reis gekocht und dann einfach das Zeug drüber und schon hatte ich ein fertiges Essen. Doch die Bänder sind außen in Gebieten, in denen es häufig stürmt. Okay. Hörte ich jetzt das erste Mal, wusste ich nicht. Wusste ich absolut nicht. Und warum kann ich hier die Fenster nicht öffnen? Komisch. Okay. Wandprofile kaufen und in richtigen Stellen am Boden und Decken einsetzen. Tragende Wände? Nein. Trennwände. Das sind die Profile. Ich würde sagen, ich kaufe gleich 20 Stück. Ich weiß jetzt nicht, was ich dann an Gipskartonplatten brauche, aber da werde ich mit Sicherheit auch was brauchen. Schauen wir mal. 2. Feuchtigkeit. Ach! Okay. Tja. Ach so, da ist Beton und da drüben sind es dann okay. Mein Drill. So. Jetzt darf ich dann jedes Mal außen rumlaufen. Na super. Da war Zeug, ne? Hier.
Ajoi, ich weiß es jetzt nicht. Machen wir erst einmal die da. Da brauche ich Gipskartonplatten. 10 Stück habe ich. Kann ich da von der anderen Seite auch hin? Nein, jetzt ernsthaft? Naja, gut. Ich hätte auf jeden Fall außen rumlaufen müssen, ne? Aber warte mal, kann ich die Wolle schon reintun? Nein. Kann ich nicht. Muss jetzt immer außen rumlaufen. Da kann ich die Wolle reinsetzen. Schön. War jetzt wieder doof. Drei. Gut. Gehen wir darum. Solange es noch geht. Die 4. Die 3. Mal gucken. So, und hier brauche ich irgendwie Schaufelhände, Kelle. Mal aus die Kelle. Hier muss ich irgendwie einen Mörtel oder sowas drauf tun. Bodendecken einsetzen, Schrauben eindrehen, Gipskartonplatten kaufen und einsetzen und in die Wandprofile schrauben. Dann brauchen wir Mineralwolle, Gipskartonplatten auf der anderen Seite der Trennwand. Wenn die Trennwände aus Beton sind, kaufen Sie Blöcke und verlegen sie wie tragende Wände. Betonblock. Kaufen wir mal sowas. Das haben wir schon. Steinwolle haben wir noch. Nee, da muss irgendwie ein Mörtel erstmal drauf. Ja, wenn, dann brauchen wir die Bänder hier in Deutschland ja auch mittlerweile. Bei mir ist der Himmel gerade total schwarz, da kommt wohl was. Hier im Haus sind in den unteren 2 Wohnungen die Wohnungstüren auch nach außen. Immer gut, wenn man überhört, dass wer ins Haus gekommen ist und voll die Tür abbekommt, wenn wir sie aufreißen. Tja, sieht wohl so aus. Kenne das bei schwedischen Fenstern. Da ist das Fensterblatt auch außen. Also bei innenliegenden Türen denke ich da eher an Fusch oder falsch bestellt. Mir ist ein altes Fabrikgebäude und in den unteren 2 Wohnungen ging das beim Umbau des Hauses damals wohl nur so. So, also ich brauche hier irgendwie Mörtel oder sowas. Kann das sein, dass ich das hier... Schauen wir mal. Ich denke, dass ich das brauche. So, 100% Mörtel. Zum Glück kann ich da reinfahren. Ich dachte schon, das geht nicht. So, gucken wir mal, ob ich jetzt da richtig liege. Mörtel aufnehmen. Minispiel. Jawohl, perfekt. Dann können wir nämlich die Steine... Hey, ich dachte, ich bin schon Meister hier. Na also. Dann Mörtel.
Wieder umschwenken auf Kelle. Also ich kann das auch jeweils einzeln machen, aber dieses Minispiel platziert im Grunde gleich alles. Sechs. Okay, gab es hier irgendwo eine Leiter? Ich habe jetzt zumindest keine gesehen irgendwo. Nee, ne? Nee. Kann ich da drauf? Ah, ich kann auch da drauf. Das war jetzt nicht unbedingt... Ja, sag mal, einmal klappt es und einmal nicht. Achso, ich habe keine mehr, alles klar. Bobus, wie ist eigentlich dein neuer Fahrstuhl? Der ist super. Der ist wirklich super. Ups. Vor allem richtig, ja, modern irgendwie. Der passt irgendwie gar nicht so ins Haus. Irgendwie ganz strange. Hallo? Oh. Gut. Jetzt muss man mal den vielleicht ein bisschen näher ranfahren. Dass ich da oben hinkomme, weil sonst muss ich eine Leiter kaufen. Minispiel. Kletsch. Ich habe wieder nicht genug Steine. Muss ich nochmal 10 Stück kaufen. Hallo. So, Sie brauchen einen Bauplan, um die Dachneigung festzulegen. Erst dann können Sie Dachbalken und Ziegel einfügen. Alles klar. Schieben wir das Ding halt immer raus. So. Dach. Walmdachschema kaufen. 7. So, man kann jetzt halt das Dach im Grunde hier anpassen. Von der Höhe. Bestätigen. Okay, also hier brauche ich auf jeden Fall ein... Ach so, ich habe Arbeitsplattformen auch, alles klar. Hier ist jetzt ein Gerüst vielleicht nicht schlecht. Okay, nice. Der Dachstuhl. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt das Holz kaufe. ja, oder wäre eine Sonderanfertigung damit sehr teuer? Ach du, als das Haus hier umgebaut wurde, ist so lange her, da gab es noch nicht wirklich Sonderanfertigung oder genormt. Da war noch eher so, wie es gebaut, wie es irgendwie passt. Ich kaufe gleich mal 100 Stück. So. Haben wir kein Geld mehr.